Moin Leute, mein Name ist Johnny aka SirLeeLight und in diesem Video schauen wir uns die Open Beta von Northgard an. Es werden immer wieder neue Änderungen oder Anpassungen ins Spiel gebracht und mit der Beta kann man diese schon vorher testen und spielen. Hast du schon die Beta ausprobiert? Schreib es mir doch jetzt in die Kommentare. Ansonsten dranbleiben, um zu erfahren, wie du die Beta spielen kannst und was es aktuell für Änderungen gibt. Shiro Games, die Entwickler von Northgard, haben vor kurzem neue kostenlose Änderungen angekündigt und eine Roadmap für 2023 gezeigt, wo echt coole Sachen dabei sind. Wir gucken uns jetzt also erstmal an, wie man überhaupt in die Open Beta reinkommt und danach noch kurz, was es da aktuell so gibt. Wie komme ich also in die Open Beta? Zu Beginn muss ich sagen, dass man die Open Beta nur auf dem PC spielen kann und ich zeige euch, wie man das Ganze auf Steam aktiviert, da die meisten Leute es ja über Steam gekauft haben. Auf anderen Konsolen oder im Smartphone geht es nicht. Am Anfang öffnen wir also einfach Steam, gehen in unsere Bibliothek und machen einen Rechtsklick auf Northgard. Danach wählen wir Eigenschaften aus und wechseln in den Reiter Betas. Hier müssen wir nun erstmal das Passwort Bonjour, Bonsoir eingeben. Sorry für mein Französisch. Worauf wir im Dropdown-Menü die Open Beta sehen sollten. Diese wählen wir dann einfach aus und Steam lädt die neue Version runter und wir können sie dann ganz einfach über das normale Spiel-Icon starten. Einmal installiert, können wir über die Eigenschaften des Spiels ganz einfach zwischen der Beta und der normalen Version rumswitchen. Die ganze Anleitung ist auch nochmal in der Videobeschreibung und falls sich irgendwas ändern sollte, steht das auch in der Videobeschreibung. Die aktuelle Roadmap sieht so aus, dass wir im Frühling einige Reworks bekommen, wie zum Beispiel vom Krakenclan. Außerdem werden einige Kriegshelden und Relikte überarbeitet und es kommen neue Conquest-Missionen ins Spiel, sowie der neue Spectator-Mode, mit dem man bei Spielen zugucken kann. Im Sommer soll ein neues Königreich dazukommen, was sich bestimmt so ähnlich spielt wie das Königreich des Löwen. Damit breiten wir uns noch weiter an der südlichen Küste aus und die Diplomatie soll überarbeitet werden. Zum Ende des Jahres im Winter kommt noch ein weiterer Wikinger-Clan und die Wissens- bzw. die Glaubensmechanik soll überarbeitet werden. Die einzelnen Reworks sind kostenlos, aber die neuen Clans sind wie immer kostenpflichtige DLCs. Zum ersten Teil der Roadmap. Im Schnelldurchlauf haben wir in der Beta bzw. in naher Zukunft nur noch 3 anstatt 4 Relikte, die jeder Clan bauen kann, also nicht die Clan-spezifischen. Da hätten wir einmal Mjölnir, Thors Hammer, der keine Fähigkeit mehr gibt, sondern eine passive Fähigkeit, mit der alle aufgewerteten Einheiten eine 20% Chance haben, AOE True Damage zu machen. Und der Hammer gibt ja auch noch einen 50% Buff auf Schmiedegeschwindigkeiten. Dieser AOE True Damage hat sich in der Beta auch schon sehr, sehr stark gespielt und ist, denke ich mal, eine Option wert. Mit Gefjuns Krug kannst du nicht mehr Nahrung für Dorfbewohner holen, sondern kriegst sie einfach schneller. Also du brauchst nicht mehr so viel Zufriedenheit, um die Ankunftszeit der Dorfbewohner zu buffen. Und die Ankunftszeit der Dorfbewohner skaliert auch nochmal mehr mit Zufriedenheit. Das Relikt für Wissen, Jörmündere, hat sich nicht verändert. Die Kriegsanführer der einzelnen Clans haben sich auch teilweise verändert. So hat man beispielsweise beim Hirschclan den Anführer, den man aus der Kampagne kennt. Oder beim Krakenclan bekommt man eine ganz neue Anführerin. Schaut sie euch selbst mal an und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von den neuen Anführern so haltet. Neben einigen kleinen Änderungen oder auch kleineren Reworks gehen wir hier jetzt auf einen der größeren Reworks drauf ein. Und zwar den Rework vom Krakenclan. Der Clan hat nämlich eine neue Mechanik mit der Wirtressource, die ist im Spiel nun etwas relevanter. Deine Zufriedenheit wird nun nämlich mit Wirt ersetzt und je höher dein Wirt ist, desto schneller kommen Dorfbewohner oder drückst Produktionsbuff auf die Fischer oder deine Walküren kriegen einen Heilungsbuff, dass sie deine Einheiten außerhalb des Kampfes heilen. Deine Walküren holst du immer noch normal mit Wirt. Aber wenn du dann eine Walküre hast, dann kriegst du einen Debuff auf Wirt, sodass du auch schnell mal in den Minusbereich rutschen kannst, was aber kein Problem ist. Denn im Minusbereich erzeugst du dann Spectral Warriors, welche du als normale Krieger benutzen kannst, die dann aber auch deine Produktion buffen können. Außerdem kriegen deine Walküren im negativen Wirt-Bereich einen Buff, sodass sie besser im Kampf sind. Dazu kommt noch, wie gesagt, ein neuer Kriegsheld, beziehungsweise eine neue Kriegsheldin, welche auch sehr cool aussieht und auch jetzt nicht schlecht ist. Rechts oben sollte jetzt auch ein Video vorgeschlagen werden, in dem ich euch den Krakenclan erkläre. Im Spectator-Mode kann man aktuell ganz einfach spielen zugucken. Du kannst entweder von vornherein sagen, dass du Zuschauer bist oder bereits bestehenden Spielen zugucken, wenn die Lobbys das erlauben. In dem Modus kannst du dann in Echtzeit alle Ressourcen sehen, die Militär und die Sicht der Clans sehen. Also eine richtig coole Neuerung für das Game, jetzt nichts Neues, aber eine Änderung, die das allgemeine Spielgefühl doch deutlich verbessert.
Als nächstes bräuchten wir nur noch eine Möglichkeit, uns Replays von alten Spielen anzugucken. 2023 können wir also wirklich gespannt sein, was auf uns zukommt. Ein paar neue Clans und zahlreiche Reworks werden frischen Wind ins Spiel bringen. Sehr cool, dass wir die südlichen Küsten weiter erkunden. Ich bin mal gespannt, was mit den neuen Reworks noch so kommt. Du kannst ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was du dir erhoffst, was dazu kommt. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat und du jetzt auch mal die Open Beta probieren kannst. Hier rechts findest du jetzt noch ein Video mit 5 Gründen, warum Northgard im Jahr 2023 besser ist als je zuvor.